Johannes Frödinger, ihr hattet gerade Teambesprechung. Was war gut, was war nicht gut? Ja, einiges war gut, aber am Ende überwiegend schon eine ziemlich große Frustration. Das ist von Michael Matthews, unserem Leader, eins seiner absoluten Lieblingsrennen und Highlights. Und er wollte natürlich um Sieg mitfahren, was leider nicht funktioniert hat. Wir haben viele Verantwortung übernommen. Wir waren das erste Team, das mit meiner Person angefangen hat, im Hauptfeld Tempo zu fahren, damit der Vorsprung der ersten Ausreißergruppe des frühen Morgens nicht so weit wegfährt. Und dann am Ende hat er nicht die besten Beine gehabt, ist taktisch nicht ausgegangen für ihn, wie wir uns das erhofft haben. Finale war ja schon sehr kurios. Oder hattet ihr mit sowas gerechnet? Nein, mit sowas hat mich gerechnet. Es sah, wie für alle Zuschauer sah es aus, dass die beiden stärksten Fahrer schon vorne waren und das Rennen eigentlich gelaufen ist. Und dann kommt er auf einmal doch noch von hinten in eine Gruppe zurück, in der Michael Matthews natürlich hätte sitzen können und dann wäre ein Podium oder sogar der Sieg nochmal drin gewesen mit seinem schnellen Sprint. Aber es sollte heute nicht sein. Was war eure Marschroute für das Rennen? Was hattet ihr euch zurechtgelegt? Ja, wir wollten von vorne viel kontrollieren, dass wir immer auf Augenhöhe sind bei den vielen Richtungswechseln, dass man einfach so lange wie möglich immer weit vorne im Feld sitzt. Und dann haben wir gehofft, dass es nicht zu schwer ist an den ersten Anstiegen. Und dann, wo das richtige Finale losgeht am Kreuzberg, ist dann gleich mit Alaphilippe der stärkste Fahrer im Rennen, vermeintlich stärkste Fahrer im Rennen und dann mit Vogelsang hinterher weggegangen. Wenn das am Koltenberg erst passiert wäre, zwei Berge später, dann hätte es vielleicht für unseren Leader auch besser aussehen können. Aber sie wollten halt einfach die schnellsten Fahrer frühzeitig abhängen. Welche Rolle hatte heute der Wind gespielt? Ja, war sehr unangenehm. Also ist nicht zu unterschätzen. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen gewirkt hat. Aber mit den ständigen Richtungswechseln und den schmalen Straßen kommt er immer wieder von der Seite. Und das macht das Rennen halt noch schwerer. Wie geht es jetzt mit Bling weiter? Müsst ihr ihn jetzt irgendwie besonders aufbauen? Du hast gesagt, es ist eins seiner Lieblingsrennen. Ich glaube, er hat sogar hier seine Frau kennengelernt, irgendwo in der Nähe. Müsst ihr ihn da jetzt extra aufbauen oder wie geht das jetzt? Ja, ich glaube, wir haben ihm alle jetzt schon mal auf die Schulter geklopft, werden das nochmal machen. Unsere Coaches, seine Frau ist auch hier noch bis heute Abend oder bis morgen früh, weiß ich nicht. Werden alle gemeinsam ihn aufbauen und dann bleiben wir noch zwei Ardennen-Klassiker. Was traust du ihm dazu? Ja, Flech Wallon war letztes Jahr überraschend sehr, sehr stark, im fünften oder sechsten Platz, wenn ich recht erinnere. Aber das ist die Ankunft, die ihm eigentlich am wenigsten liegt. Und am Sonntag kommt bei Lüttich-Bastogne-Lüttich auch Tom Dumoulin dazu. Da hoffen wir dann auf eine bessere Platzierung als heute. Und das neue Finish in Lüttich könnte ja Bling ziemlich gut liegen. Könnte Bling gut liegen und wie gesagt, mit Tom, der hatte auch hohe Ambitionen, um sich vor dem Giro nochmal richtig zu testen und auch auf ein Ergebnis zu fahren. Danke.